Ich sag mal, wir haben uns erstmal gefreut, dass es überhaupt stattfindet. Sogar da oben, der hat ein Einsehen gehabt und hat die Schleusen zugemacht für heute. Kumpels von mir haben gesagt, ich soll mal nach Bimbach kommen. Jetzt bin ich aus Frankfurt-Oder angereist, 600 Kilometer. Zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal. Alle waren jetzt irgendwie heiß drauf und das hat uns eigentlich bestärkt zu sagen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und probieren das und wir haben am Ende das Glück auf unserer Seite und freuen uns. Jetzt Nebel, heute Mittag Sonne. Wie jedes Jahr. Letzte Vorbereitungen für den 31. Rhön-Radmarathon in Bimbach. Anders als sonst, zum Beispiel gar nicht an Pfingsten, sondern im Juli, wegen Corona. Weniger Teilnehmer, weniger Camping, weniger Event, dafür aber mit mehr Abstand und Maske. Und wärmer als im Mai ist es irgendwie auch nicht. Nur ein einziges Ausstellerzelt steht auf dem Gelände. Denn ein bisschen shoppen muss ja schließlich sein. Und vielleicht braucht man ja sogar mal ein Ersatzteil. Letztes Briefing für die Mechaniker. Dabei sind wieder die Jungs von Specialized. Wenn die wüssten, was sie heute noch zu tun bekommen. Wir bieten dem Rider den Service da, wo er ihn braucht, auf der Strecke. Sei es ein platter Reifen, sei es eine verlorene Trinkflasche. Sei es ein kompletter Totalausfall. Wir haben Testbikes dabei, die wir an die Radler rausgeben können. Für uns war toll, dass man wirklich sieht, die ganze Szene kommt in Bimbach zusammen. Erlebt das ganze Event als Szene. Es ist von jung bis alt jeder dabei. Und wir als Specialized sind da einfach nah am Fahrer dran, unterstützen gerne. Und was für uns super wichtig ist, den Leuten den Spaß am Fahrradfahren zu geben und noch viel mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen. Naja, bei der trüben Suppe ist es nicht so leicht, sich zum Radfahren zu motivieren. Doch wir erlauben uns, einen Teilnehmer zu zitieren. Alle waren gut drauf und alle haben gelacht. Na geht doch. In diesem Jahr ist alles ein bisschen komplizierter. Vor dem Start muss erstmal jeder seinen Test vorlegen. Optimalerweise natürlich negativ. Dann erst gibt's das Bändchen und nur wer eins hat, darf durchs Starttor. Da kennen diese beiden Bimbacher Herren übrigens keine Gnade. Dennoch, Startgeruch liegt in der Luft. Überall leichte Anspannung und Gänsehaut pur. Dieses Jahr konzentrieren wir uns rein auf das Radfahren. Das bedauern wir persönlich natürlich auch. Wir hätten natürlich gerne ein großes Fest gemacht, aber auf der anderen Seite sagen wir, klar müssen wir der Pandemie und dem Hygienekonzept und auch der Genehmigung durch das Gesundheitsamt entsprechend Abstriche machen. Und ich denke, die Radfahrer wollen auch gerne wieder in einem Event Radfahren. Und ich glaube, die Menschen freuen sich eher darüber, dass wir bereit sind, die Veranstaltung durchzuführen. Das ist zumindest so das Feedback, was bei mir angekommen ist. Und dann vielleicht auch gerne darauf verzichten, dass es jetzt keine Rhön-Bike-Messe gibt oder kein großes Get-Together hier, wie das sonst die Jahre immer gewesen ist. Ein mordsmäßiges Get-Together und Partystimmung kommt auf jeden Fall schon mal beim Personal auf. Aber auch dem ein oder anderen Teilnehmer läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Noch ein Selfie und dann kann's losgehen. Wir wünschen euch eine gute Fahrt, viel Spaß. Das Wetter soll top werden, zumindest für den Marathon, finde ich. Apropos Wetter. Noch ist nichts davon zu merken, aber später soll es irgendwie schön werden. Peu à peu gehen die Starter auf die Strecke, auf der sich die Presse schon mal gemütlich gemacht hat. Yeah! Endlich wieder Rhön, endlich wieder Strampeln im Peloton und endlich wieder Bimbach.
Für einen droht der Spaß allerdings nach 5 Kilometern schon zu enden. Die Mechaniker sind gleich zu Beginn gefordert, machen ihren Job gut und dann scheint auch für ihn die Sonne. Bald darauf die ersten Berge. Die Milseburg ist der erste ernstzunehmende Küppel. Passend dazu übrigens wieder ein Teilnehmerzitat. Alle waren gut drauf, außer wenn der Berg hochging, da haben sie vielleicht ein bisschen das Lachen eingestellt. Naja, ansonsten scheinen alle gut drauf zu sein und schwer in Form. Das allerdings ist nicht so schön. Der erste richtige Berg ist geschafft. Nun kommen nur noch etwa 15 andere. Doch jetzt erstmal ein bisschen bergab, der ersten Verpflegung entgegen. Hier heißt es jetzt Kraft tanken für die nächsten Hügelchen. Natürlich unter Anwendung eines ausgeklügelten Hygienekonzepts. Dennoch. Viel Gewusel und für den Veranstalter ein Sprung ins kalte Wasser. Natürlich gibt es hier nicht nur kaltes Wasser, sondern alles, was des Radfahrers Herz begehrt. Ein paar warme Worte tun da natürlich gut. Das ist wirklich einzigartig in Deutschland. Super organisiert, super Verpflegung. Das Besseres gibt's gar nicht. Okay, Bauch voll, Maske ab und zurück auf die Piste. Frisch gestärkt und fit gehen die einen jetzt auf Treckerjagd, während die anderen vom Trecker gejagt werden. Es könnte alles so schön sein. Während da nicht diese verdammten Berge. Da verliert man schon mal den Blick für die zauberhafte Landschaft. Jeder ist sich selbst jetzt der Nächste. Der erfahrene Rennradprofi entwickelt übrigens zur Bezwingung von Bergen in der Regel seine eigene Taktik. Nach jedem Berg ist Kräftesparen angesagt. Mit etwas Glück in einer gut laufenden Gruppe. Dann, irgendwann, irgendwo in der Rhön, eine Art Drive-in-Nudelparty. Für manch einen der kulinarische Rettungsanker. Weiter geht's, doch flüssig läuft es nicht für alle. Dieser Teilnehmer hat besonderes Pech. Mit gleich 3 Platten hintereinander muss er eine Gruppe nach der anderen ziehen lassen. Das zehrt an Nerven und Moral. Dann endlich ist alles behoben. Aufholjagd und zumindest bei ihm keine weiteren Vorkommnisse. Jetzt erwischt es andere. Und die Mechaniker pumpen sich bald einen Wolf. Egal, eine Panne ist in der Gruppe doch immer noch am schönsten. Ich denke, nach so einer langen Zeit, wo man immer nur alleine rumgefahren ist, dass die Zahlen jetzt runtergegangen sind, dass man wieder zusammen Fahrrad fahren kann, ich glaube, da lebt der Radsport von. Radfahren alleine ist einfach scheiße. Mit lautstarker Unterstützung vom Streckenrand geht's jetzt bei Frankenheim an der ehemaligen DDR-Grenze durch eine der schönsten Regionen der Rhön. Da noch eine Nebelschwade, aber es rollt. Und das ist die Hauptsache. Und wie so
sollte es anders sein? Das dickste Brett kommt oft am Schluss. Der große Nikus mit 20% Steigung, die steilste Rampe dieser Fahrradtour. Eine steilere Scheiße hättet ihr euch nicht aussuchen können, wa? Korrekt, denn was Steileres gibt's in der Rhön leider nicht. Aber auch das haben am Ende alle tapfer gemeistert. Unter frenetischem Applaus zahlreicher Fans an der Strecke geht's dann allmählich Richtung Bimbach. So wie sie gestartet sind, trudeln sie auch wieder ein. Einzeln oder in kleinen Gruppen. Ausgepumpt, aber glücklich. Man trifft sich auf dem Platz zum Erfahrungsaustausch und natürlich, um die verbrauchten Kalorien wieder aufzufüllen. In welcher Form auch immer. Sogar ein Flirt mit dem Personal ist schon wieder möglich. Im Zelt hingegen geht's beschaulicher zu. Man ist eben etwas vorsichtiger heutzutage. Trotz Corona, die Organisation war super, Essen, Verpflegungspunkte, top gewesen. Also die ganze Veranstaltung, ganz tolles Event. Die Streckenführung war wirklich noch deutlich besser, als ich eigentlich gedacht hatte. War überhaupt nicht gesucht und war eine sehr, sehr runde Veranstaltung. Wir bedanken uns wirklich. Ja, sehr gut organisiert. Tolle Veranstaltung. Und gutes Wetter organisiert. Ja, alles tippitoppi. Ich hoffe, wir dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Ja, wir sind dabei. Toll, dass ihr das macht. Habt ihr gut gemacht. Schönen Dank. Man hat dieses Feeling wieder gehabt. Dieses Feeling von Pfingsten fährt man in Bimbach. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und nun schon mal vormerken. Am 4. und 5. Juni 2022 wird Bimbach wieder zum Wacken des Radsports. Wir freuen uns auf euch und sagen Danke. Euer RSC Bimbach.